Hallo zusammen, ich grüße euch. Wir sind unterwegs auf dem Eifelsteig. Stimmt, ja, auf dem Eifelsteig. Und zwar auf den Etappen, ich meine, es ist Nummer 13 und 14. Heute 13, morgen 14, ein bisschen anders geschnitten allerdings. Wir fangen ein bisschen später an. Die Etappe 13 fängt bei Himmerod eigentlich an. Wir haben aber schon ein paar Kilometer davon letztes Jahr gemacht. Insofern sind wir jetzt an der Mühle, Groß-Littgen heißt sie, glaube ich, sind wir eingestiegen. Und laufen auch heute nicht bis Bruch, was das offizielle Etappenende wäre, sondern ich glaube bis Gladbach. Und dann werden wir morgen bis Kordel laufen. Das ist der Plan. Genau, das ist der Plan. Wir haben das Auto in Kordel stehen lassen und sind dann mit dem Taxi hier hochgekommen, weil das ansonsten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln recht schwierig ist oder auch gar nicht gegangen wäre. Ja. Wir haben optimales Wanderwetter. Es ist 2 Tage tolles Wetter vorhergesagt, Sonne, mäßige Temperaturen und kein Regen. Super. Auch das noch. Zwischenfazit. Wir sind wieder unten im Tal der Salm, sind jetzt ungefähr die ersten 10-12 Kilometer gegangen. Eigentlich die ganze Zeit die Salm entlang. Ist wirklich ein wunderschönes Stück. Hat Spaß gemacht da mit der plätschernden Salm und teilweise die felsigen Bereiche, auch steilen Bereiche. Jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber dann so 20, 30, 40 Meter hoch vielleicht. Richtig schön. Danach ging es bei Burg wieder durch ein Stück, was jetzt nicht ganz so spannend war. Dann auch ein bisschen durch die Felder. Und jetzt sind wir wieder im Tal der Salm. Total ruhig hier. Nichts los. Die Salm selber habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die müssten wir gleich vorbeikommen. Stattdessen sind wir hier durch gerade etwas morastigen Untergrund. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Thank you.
ist noch hier Lost Place Entdeckung. Wobei so ganz Lost Place kann es eigentlich nicht sein. Die Mühle, ah, da. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch was erkennen kann. Coole Sache. Die alte Mühle hier. Und die darf man so betreten. Finde ich gut. So, wir sind fast da. Es sind noch irgendwie 2 Kilometer vielleicht bis Gladbach. Zeit für ein kleines Fazit. Melanie, was meinst du? Ich finde, das war eine schöne Strecke. Ich fand es abwechslungsreich. Es ging viel durch Wald, aber auch an kleinen Tälern vorbei mit schönen Wiesen. Das fand ich sehr schön. Die Wege waren gut zu laufen. Oft schmale, kleine Wege. Finde ich sehr schön. Und vorhin waren wir noch in Bruchia, wie ihr gesehen habt, wo es einen kleinen netten Platz gibt, wo man ein bisschen verweilen kann. Also ich finde, alles in allem ist das eigentlich eine ganz schöne Etappe vom Eifelsteig. Ja, ich hatte nicht so viel erwartet und bin deshalb positiv überrascht. Es waren viele schöne, schmale Pfade. Dann die Strecke entlang der Salm, die ist einfach schön. Ja, also ich finde insgesamt durchaus empfehlenswert. Vor allen Dingen waren trotz wunderbarem Wetter heute Samstag niemand unterwegs. Also wir sind insgesamt 7 Wanderern begegnet in 3 kleinen Gruppen. Also so ruhig kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir das auf irgendeiner anderen Etappe schon mal gehabt hätten. Also hier ist nichts los. Insofern schön. Ja, absolut. Warum lachst du? Habe ich was Falsches gesagt? Das nehmen wir besser nicht auf. Warum nicht? Also bis dann. Bis später. Ciao. Tschüss. Kurz nach 9:30, schon spät für Wandersleute, aber jetzt geht's los. Bestes Wetter an Pfingsten und wir starten zur 14. Etappe auf dem Eifelsteig. So, jetzt geht's von Gladbach da unten hier vorne einmal den Weg hoch. Ab in den Wald. Vielleicht ganz kurz, gestern waren es 23 Kilometer, 300, 400 Höhenmeter, wir wissen es nicht genau. Wir sind lange gelaufen, ich glaube, wie lange nochmal? Über 7 Stunden, 7,5 Stunden, 8 Stunden, ich weiß es nicht, haben viele Pausen gemacht, war einfach schön. Heute nochmal die gleiche Strecke, auch nochmal so 23 Kilometer. Auch heute verspreche ich mir nicht viel und beabsichtige dann überrascht zu werden. Wie gesagt, heute von Gladbach nach Kordel. Von Kordel ist es dann noch eine Etappe bis Trier, dann haben wir den Eifelsteig durch. Letzten Jahre gelaufen. Traumhaft, Empfehlung, erzähle ich noch mal ein andermal drüber. Es gibt viele schöne Strecken, abwechslungsreich. Etwas über 300 Kilometer, 15 offizielle Etappen.
So, wir haben jetzt was Interessantes hier, eine Pferdetränke. Kommt mal mit. Hinter dieser Mauer, die ihr seht, liegt im Wald ein Behälter, in dem wurde das Wasser aus dem Wald gesammelt. Es tropft auch ganz leise. Und das Wasser floss dann hier an der Wand entlang in diese Tränke. Das Ganze war für Pferde gedacht. Und zwar erbaut von Soldaten 1940, die hier an der Westseite, an dem Westwall, sogenannten Westwall, stationiert waren und hier ihre Tiere natürlich auch versorgen mussten. Eine Pferdetränke. Hier sind zwei Türen. Einmal raus, wenn wir noch reinführen, zwischendurch trinken. Wir haben es geschafft, fast zumindest, wir sind fast da. Genau, und wie ihr wahrscheinlich seht, auch ein bisschen kaputt. Die letzten Kilometer hatten es zumindest heute bei dem Wetter noch mal ganz schön in sich. Ja, der Weg war, glaube ich, auch hier jetzt nicht mehr gepflegt, nicht mehr gewartet. Insofern ist der Eifelsteig hier an ein paar Stellen tatsächlich ziemlich verwachsen und schmal und auch nicht so optimal zu laufen. Aber das Zwischenfazit war ja so ein bisschen gedämpft, würde ich mal sagen. Dass es ein bisschen langweilig war, das hat sich jetzt im letzten Teil anders dargestellt. Es gab noch ein, zwei knackige Auf- und Abstiege, aber auch einige noch sehr schöne Passagen an Feldern und Wiesen entlang. Das hat sich schon noch mal gelohnt, finde ich. Ja, ich würde dabei bleiben, das ist die langweiligste Etappe vom Eifelsteig. Aber schön ist es trotzdem, entlang der Felder und der Schlucht, das war eine Detour, die war noch nicht mal der Eifelsteig. Da war auch kein guter Weg. Und jetzt zuletzt hier über die Kaulei. Wir sind jetzt an der Kaulei. Der Blick hier ist natürlich schön, aber ich finde auch, das hätte man sich eigentlich sparen können. Aber sei es drum. Insgesamt ist es trotzdem eine schöne Wanderung. Vor allen Dingen gestern an der Salm war toll. Und heute war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, und wir haben es jetzt geschafft. Und demnächst also dann die letzte Etappe vom Eifelsteig. Danke, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt mir einen Kommentar. Und ansonsten, schönes Leben noch. Bis bald. Tschüss.